Okay, gehen wir jetzt durch die längste Route Kantos. Und los geht's. Warte, ich muss meine Mutter anrufen. Okay, aber warum kämpfst du dann gegen mich? Kannst du das anrufen? Das ist ja nicht aber. Multitasking? Michelle. Michelle ist doch ein Mädchenname, oder? Hallo, du Mädchen. Okay, was soll denn das denn jetzt? Gegen dieses Waterball hätten wir auch schon vor 30 Parts antreten können. Okay, das nächste. Ja, ich muss euch vorwarnen, dieser Part, der wird sehr langweilig, weil wir nur gegen schwache Pokémon antreten werden. Aber zum Glück sind es die letzten Schwamm-Pokémon in diesem Spiel. Denn, ja, wenn wir durch den Diktas-Tunnel sind, dann sind die Pokémon der Trainer wieder ein bisschen stärker. Und ja, also das sind jetzt die letzten Trainer. Wird zwar wieder ein bisschen langweilig, aber da müssen wir jetzt durch. Falls ihr den Part nicht sehen wollt, dann schaut euch einfach den nächsten Part an. Falls es den schon gibt. Ja, aber ich warne euch vor, dieser Part wird ziemlich langweilig. Nicht besonders spannend. Einfach nur zwei Pokémon ausknocken. Dann wäre es eigentlich klug, wenn ich den Epetalets dabei hätte. Aber den trägt er gerade wohin genau? Okay, ich geh mal dann jetzt nach dem Kampf zurück und hol mir den EP-Teil von wohin genau. Damit unsere Pokémon noch mehr Erfahrungspunkte bekommen. Tut mir leid, Mutter, ich wurde besiegt. So, okay, dann gehe ich zurück nach Fuchsana City, hol schnell den Erfahrungspunkte-Teiler. Moment. La, 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 la. Fuchsana City, wir sind in Fuchsana City. Wer hätte es gedacht, dass wir in Fuchsana City sind? Ah, scheiße. haben wir euch eigentlich schon angesprochen? Hey, du hast einen völlig neuen Pokédex. Hat Professor Eich dir den gegeben? Ja. Ich bin Janina, Hokus Pokus, Philibus. Siehst du? Genau jetzt sehe ich genauso aus wie sie. Ich habe mich in der Pokémon-Arena ganz schön erschreckt. Da waren viele Mädchen, die alle gleich aussahen. Okay, dann nehmen wir schnell wohin genau mit. Knofenser möchte ich noch im Team behalten, weil wir jetzt Schneider weiterhin noch brauchen. So, okay. Wohin genau ist übrigens das Pokémon, was wir am seltensten in diesem Let's Play bis jetzt benutzt haben. Woran möge es bloß legen? So, Knofenser, Quatsch. Wo genau, gib mir mal schnell den EP-Teiler und ab in die Box zurück mit dir, dort wo du hingehörst. Okay, wo genau, wo bist du? Da bist du. Nein, nicht. Jetzt habe ich versehentlich B gedrückt. Hier. Okay, und jetzt nehmen wir unser Fenster wieder mit. Gut, den Erfahrungspunkteteiler, den gebe ich jetzt mal schnell einen unserer schwächsten Pokémon. Oder das Pokémon mit dem niedrigsten Level, sage ich einfach mal. Schwach sind unsere Pokémon dann nicht mehr. Ich gebe es mal Apollo. Es trägt zwar das Item Bandsticker, aber tauschen wir es halt einfach aus. Gut, und jetzt gehen wir zurück auf diese Route. Und hier werden wir auch schon wieder Route 15. Und der nächste Trainer. Lass uns kämpfen, ich werde nicht verlieren. Doch, das wirst du. Ziemlich überlegen sogar. Wie heißt du eigentlich? Torbren. Okay, Torbren, machen wir dich schnell fertig. Und dann geht's ab durch den Diktatunnel, nachdem wir weitere schwache Trainer wie dich besiegt haben. Und One-Hit-Kill. Was? Kein One-Hit-Kill? Oha. Ich bin begeistert. Na gut, dann eben Two-Hit-Kill, ist ja auch egal.
Ja, ihr seht meine Begeisterung. Aber diese Pokémon, die sind einfach nur schwach. Und Alpollo erreicht ein neues Level. Sehr schön. Simsala. Das benutze ich gegen Simsala. Nach Tara. Gut, Simsala hat Level 34. Schwach. So, Hyperstrahl. Und One-Hit Kill. Ich hätte meine Hausaufgaben machen sollen. Nee, du hättest nicht gegen mich antreten sollen. So, hier ist noch eine. Bei schönem Wetter würden die Kinder lieber im Schulhof spielen, als in den Klassenzimmern zu lernen. Bist du eine Lehrerin, könnte es sein? Tatsache. Oh Gott, eine Lehrerin. Na gut, dann bringen wir ihr mal ein paar Sachen übers Pokémon-Kämpfen bei. Mit einem Griffel kannst du mir keine Angst machen, Surfer. Sind wir aber auch noch nicht begegnet, Griffel. Ich glaube, Griffel kann man bei Margaronia City oder wie die Stadt auch heißt finden. Ich bin mir allerdings nicht so sicher. Gut, dann das nächste, ein Tragosso. Wäre eigentlich schon ein Knogger, glaube ich. Bin mir allerdings nicht so sicher. Ich würde behaupten, Tragosso entwickelt sich mit Level 33 zu Knogger. Bin mir allerdings nicht so sicher. Ich hatte meinen Knogger im Team. Auch ziemlich geil. Aber ich hab's vergessen, wann es sich entwickelt hat. Ich wollte nicht verlieren. Das sagen sie alle. So, das nächste, der nächste Schwächling. Sport ist mein Lieblingsfach. Hure. Ja, schön, dass meine Begeisterung echt dieses zwar im Keller ist, aber ich meine, was soll denn das? Was denken sich die Entwickler da? So schwache Trainer hier einzubauen mit so schwachen Pokémon, obwohl man die Liga mit Fötzka schon geschafft haben. Ich kann es mir nicht erklären. So, ein paar Paros hätten wir geschlagen. Hurra. Das nächste, Kapuzzi, da wechsle ich aus. Und zwar nehme ich da jetzt wieder... Na, Tanuto nehme ich nicht. Ich nehme mal ein anderes Pokémon. Und zwar Alpollo. Okay, Alpollo benutzt Gigasaur. Ne, Gigasaur kann es gar nicht. Fail. Dann eben... Spukball. Ihr seht alles, jede Attacke wird ein One-Hit-Kill. Jede Attacke, jede verdammte Attacke ist ein One-Hit-Kill. Bis auf den Eissturm vorhin, aber das war ja ein bisschen überraschend, dass es die Attacke überlebt hat. So, Ditto, da nehme ich jetzt mal Knofensa. Okay, Ditto, verwandle dich in einen Knofensa. Okay, jetzt haben wir einen Gegner, jetzt haben wir Knofensa als Gegner. Gut, welche Attacken kann denn unser Knofensa eigentlich? Ja, nicht so besonders stark, das ist gut. Dann wechsle ich jetzt aus und hole X-Bart in den Kampf. Ein Shiny Knofensa, seht euch das an! So, fliegen. Ditto nimmt übrigens den Typ des Pokémons ein, in das es sich verwandelt. Deswegen ist der Fliegen sehr effektiv. Okay, Fenster reicht Level 7. Ich hätte eigentlich mal Bock, einen Ditto ins Team zu nehmen. Einfach mal so. Mich würde es mal interessieren, wie sich das so ein Team hält. Vielleicht beim nächsten Let's Play. Mal schauen. Okay, und wieder Monikel. Hurra! Sogar vierfach stark, weil Paras ein Käfer- und Pflanzen-Pokémon ist.
Oh nein, wie konnte ich nur verlieren? Ganz einfach, mehr trainieren, dann wirst du so stark wie ich. So, die nächste. Hast du das vergessen? Nein. Ich habe vergessen zu erwähnen, dass du eine schwarze Trainerin bist. Du hast ein Pipi, glaube ich, ne? Ja, genau. Und das kann ich mich erinnern. Oh Gott, böse Erinnerungen. Ich habe keine Ahnung warum, aber böse Erinnerungen. Ich glaube, das habe ich früher immer getrollt mit Gesang. Und immer wenn mein Gardos aufgewacht ist oder mein Pokémon, was ich damals halt eingesetzt hatte, hatte es nochmal Gesang eingesetzt und so konnte ich gar nicht richtig kämpfen. Weil mein Pokémon immer geschlafen hat, wegen dieser Gesangsattacke. Aber hier ist das Pipi kein Problem. Uah! Gut, dann der nächste. Wir machen einen Ausflug zum Radioturm in Lavandia, um dort etwas in Sozialkunde zu lernen. Ja, Sozialkunde, wir waren mal sozialkundemäßig mal beim Gericht, beim Landgericht. Ziemlich interessant eigentlich. So, was kommt als nächstes? Knofenser. Ich kann mich ja währenddessen über ein bisschen quatschen, was ich jetzt gerade so mache. Also momentan habe ich ja Sommerferien. 4 Wochen, glaube ich, sind es noch. Und in den 4 Wochen möchte ich halt Pokémon Kristall fertig machen. Weil ich nach den Sommerferien, ja, mein letztes Schuljahr habe, mein allerletztes Schuljahr. In der Wirtschaftsschule. Und das Besondere ans nächste Jahr, das wird ziemlich schwierig, deswegen habe ich mir vorgenommen, nächstes Jahr keine Let's Plays zu produzieren. Und daher ist es wichtig, dass ich dieses Let's Play halt vor den Sommerferien, nach den Sommerferien halt noch fertig bekomme. Und außerdem möchte ich nächstes Jahr meinen PC, ja, sag ich mal, aus dem Fenster schmeißen, mehr oder weniger. Nicht aus dem Fenster schmeißen, so wörtlich, sondern einfach nur rausschmeißen, weil ich will wegkommen von diesem Gerät. Weil PC-Spielen ist nicht alles. Für mich ist momentan PC-Spielen alles, was es gibt. Und ja, ich isoliere langsam, weil ich so viel PC spiele, deswegen habe ich mir vorgenommen, ich gehe jetzt mal weg vom PC, damit ich ein bisschen, ja, damit ich wieder ein bisschen Freiheit bekomme und nicht mehr ständig tagelang vor dem Rechner da sitze. Du bist unheimlich stark. Außerdem möchte ich nächstes Jahr mehr lernen und es ist gut, wenn ich meinen PC deswegen rausschmeiße. Das sind meine Planungen für das nächste Schuljahr, sag ich mal, und fürs letzte Schuljahr. Übrigens wird das nächste Schuljahr kürzer sein, denn im nächsten Schuljahr habe ich schon sagen wir mal 3 Wochen nach den Pfingstferien, Sommerferien. Das ist ziemlich cool. Dann haben wir mehr Zeit für Let's Plays, dann kann ich ungefähr gute 2 Monate wieder aufnehmen. Ich träume davon, mit meinem geliebten Vogel-Pokémon zu fliegen. Ja, und es ist dann sicher, dann können wir wieder einige neue Let's Plays produzieren nach den Sommerferien. Oder vor den Sommerferien in dem Fall nächstes Jahr meine ich. Das wird interessant. So, Eissturm. So, was ich übrigens als nächstes Projekt geplant habe, ist Yu-Gi-Oh! 5Ds, Stardust Accelerator 2009 haben wir zwar schon durchgespielt. Allerdings war das Let's Play nicht so besonders gut. Das möchte ich vielleicht neu machen. Natürlich hätten wir auch die Variante Yu-Gi-Oh! Revenge of Arcadia zu spielen, das 2010er, der Nachfolger von dem 2009er. Da könnt ihr abstimmen auf Facebook, welches Let's Play ihr sehen wollt. Geht einfach auf meinen Kanal, da ist eine Facebook-Verlinkung und da ist auch sofort die Abstimmung an erster Stelle. Gut, und das mit den meisten, mit den meisten Stimmen, das werde ich halt dann jetzt playen. Ich kann träumen, aber ich kann nicht fliegen. Ja, schön, ich glaube, das Quatschen, das funktionierte ganz gut hier bei dieser Route. Ach ja, ich muss jetzt mal nachschauen, ob alles synchron ist. Bis gleich. Okay, weiter geht's. Hi, wusstest du, dass Pokémon dich mehr mögen, wenn du sie an einem ihnen bekannten Platz trainierst? Ja, das stimmt, da kriegen sie eine Fleißpunkteanzahl und dadurch leveln sie besser, das stimmt. Okay, Anton.
Gut, ach ja, Computerspiele, die ich gerade momentan spiele. Also momentan spiele ich sehr gerne gerade Europa Universalis 3. Da gibt es morgen den Nachfolger, der erscheint dann auf Steam. Europa Universalis 4. Würde ich nicht jedem empfehlen, das ist ein... Ja, das ist ein ziemlich strategisches Spiel. Da muss man ziemlich strategisch denken. Und es ist ja nie so besonders spannend, sag ich mal. Man muss da ziemlich lange warten. Aber es macht mir trotzdem Spaß. Scharnierer ist niedlich, aber ich habe keins. Hast du einen Scharnierer? Möchtest du es gegen mein Aerodactyl tauschen? Oh Gott, gutes Angebot, aber nein. Also falls ihr ein Aerodactyl wollt, hier findet ihr eins, wenn ihr einen Scharnierer habt. So. Dann hier geht's weiter. Gut. Eines kann ich dir sagen. Es war harte Arbeit, meine prämierten Pokémon zu fangen. Gut. Es erscheinen ja auch bald neue Strategiespiele. Zum Beispiel Realm Total War 2. Allerdings im September, nach den Sommerferien. Finde ich auch persönlich viel zu überteuert, weil ich habe mir mal Shogun damals geholt für 40 Euro, glaube ich. Und die DLCs haben mir extra noch ein bisschen was gekostet, also schätze ich mal, dass mir das Shogun 60 Euro gekostet hat insgesamt. Und zwei Jahre oder ein Jahr, mehr sagen wir eineinhalb Jahre später, sehe ich ein Angebot auf Steam, Shogun Gold Edition, für nur, wie viel Euro, 25 Euro. Und ich denke mir dann, what the fuck? Also es wäre klug, wenn ihr mal... ja, wenn ihr kein Geld habt, dann wartet einfach, bis ihr, ja, bis das Spiel ein bisschen reduziert wird und ja, dann könnt ihr es ein oder zwei Jahre später zu einem günstigeren Preis kaufen. Deswegen ist es auch so, dass ich meistens immer ältere Spiele spiele. Meistens auch als Let's Play. Seht ihr, ich spiele nicht so besonders moderne Spiele, Ausnahme Splendor und Scribblenauts Unlimited als Special Let's Play. Aber ansonsten spiele ich nur alte Spiele, wie ihr sicherlich merkt, ne? Also Pokémon zum Beispiel hier ist gerade, es erschien ja 2001. Dann habe ich Pack and Time gespielt, 1993. Kirby's Dream Land, 1990 glaube ich. Also ziemlich alte Spiele halt, ne? Und meistens ist es auch so, dass alte Spiele manchmal auch besser sind als die neuen Spiele. Wie zum Beispiel Empire Earth. Empire Earth, der allererste Teil ist der beste. Und der Dreier, oh Gott, meine Stimme verändert sich wieder, Moment, ich muss was trinken. Hi Gott, wie geht's dir? Ich habe meinen Einkauf an UCC nur gefunden, ich habe die dekorative Internet von deinem gekauft, dann PC ist bitte gefallen. So, danke. Okay, wir waren bei Empire Earth. Empire Earth, ziemlich cooles Spiel, spiele ich heute immer noch. Ich habe mir auch den Dreier geholt. Allerdings, ja, fand ich das Spiel total verbuggt, Empire Earth 3. Ich sollte zum Felstunnel gehen und mir einen Onyx fangen. Also da war es halt so, da gab es nur fünf Epochen. Antike, Mittelalter, Kolonialzeit, Atomzeitalter und Zukunft. Und ja, das war halt alles auf so einer Kampagnenkarte wie bei den Total War Spielen. Und da war es halt so, immer wenn man eine Provinz belagert hat, dann wurde man auf so einer Schlachtkarte gewechselt. Und dann waren halt manchmal so spezielle Quests, die da erschienen. Meistens waren die auch total verbuggt, die Quests. Einmal hatte ich eine Quest, da musste man so Revolutionäre irgendwo hinbringen. Und da waren keine Revolutionäre und dann habe ich mal später eine weitere Provinz belagert und da waren plötzlich Revolutionäre da, aber die Mission war nicht aktiv. Also super verbuggt, die Quest und das Spiel. Oder einmal habe ich aus das Cup, da war ich in der Zukunft in der Kampagne und dann habe ich gegen ein Mittelaltervolk gespielt und ratet mal, gewonnen hat. Selbstverständlich das Mittelaltervolk. Weil die irgendwie aus irgendeinem Grund viel stärker irgendwie wurden als meine Zukunftseinheiten. Übrigens spielt der Janka, spielt der Kanalname, den ich habe, Janka auf eine
ja, auf eine Einheit in Empire Earth 3 an, nämlich die, die Fernkampfeinheit, die man in der Kaserne rekrutiert. Die hat so einen Dialekt, irgendwie, ich heiße Yanka Kakimoto, ich überlasse nichts den Zufall. Und das fand ich irgendwie so cool, diesen Spruch, den habe ich dann übernommen und habe halt gesagt, das ist Yanka Kakimoto, keine Ahnung warum. Und später habe ich dann aus Yanka Kakimoto, der Name war mir zu lang, habe ich ein bisschen abgekürzt und ja, bin auf den Namen Yanka gekommen und den habe ich jetzt als Kanalname. Da beuge dich vor meinem königlichen Pokémon. Ach ja, der Typ hat übrigens nur Pokémon mit einem King als Endung. Also alle seine Pokémon enden mit dem Wort King. Das möchte ich damit sagen. Hier ein Nidoking zum Beispiel. Ach übrigens, die nächsten Let's Plays, die ich machen möchte, ganz sicher sind, sind natürlich möchte ich Minecraft und Team Fortress 2 fertig machen. Ja, Team Fortress 2, das ist ja... Ich weiß, bin noch am überlegen, ob ich Team Fortress 2 zu einem Endlos-Projekt machen soll. Oder ob ich es bei einer bestimmten Partanzahl, ja, beende. Hier, Lasho King, die Entwicklung aus Fleckmann, wenn man ihn mit einem Kingstein tauscht. Ja. Also das, was ich noch geplant habe, ist zum Beispiel Empire Earth möchte ich noch Let's Playen, irgendwann mal. Und Warcraft 3 möchte ich auch mal Let's Playen. Plus The Frozen Throne und alles mögliche halt, ne? Also Warcraft 3 100% quasi, mit allen Nebenquests auch. Das alles erst, aber nach, ja, nach den nächsten Sommerferien. Oder in den nächsten Sommerferien, sagen wir es mal so. Nämlich 2014. So, gut, jetzt habe ich nicht gesehen, was kommt. Daher wechsle ich mal. Ich weiß, es ist ein Wasser-Pokémon. War Golking, glaube ich, ne? Kann es sein? Ja, genau, Golking. Jetzt bin ich so sehr vertieft in meinem Gespräche. In meinem, ja, mit meinem Kommentieren, sage ich mal. Dass ich nicht gesehen habe, dass ein Golking kommt. Gut, oh Mann, ich hasse es. Ich hasse es, ich hasse es. Was ist das jetzt? Eine Beere, super. Triff, Alpalo. Alpalo! Ah, Alpalo treut mich immer so gern. Okay, jetzt triff aber. Okay, danke. So, ich würde aber auch mal gern solche Strategiespiele Let's Playen, zum Beispiel Shogun 2, Total War zum Beispiel. Wie kannst du es wagen, die Monarchie zu verspotten? Hast du gesehen? Ich hab's einfach gekillt, deine monarchischen Könige. So. Die können wir zur Schneide einsetzen. Zack, da kommen wir zu einem Grasdingens hin. Da könnten wir auch runterspringen. Hier gibt's Hopsprouts und ich glaube, hier gibt es auch Chaneras, kann es sein? Oh, es ist Nacht geworden. Cool. Hatten wir ja auch noch nicht. Ja, jetzt ist es 18 Uhr bei mir, genau 18, jetzt ist es 18 Uhr bei mir. Und ich nuschel gerade ein bisschen, fällt mir auf. Hä, möchtest du gegen mein Pikachu-Team antreten? Nein, möchte ich nicht! Oh Mann, jetzt kommen die letzten nervigen Trainer. Nein, der hat 6 Pikachus. Bitte nicht! Gnade! Level 3 und... Surfer! Surfer! So, okay, keine AP mehr, daneben. Feuer Odem! Feuer Odem! Feuer Odem! Feuer Odem! Fertig. Pikachu, ja, ganz gut. Der hat 6 Pikachu, ich glaub's nicht. So, mein Pokémon-Instinkt macht sich wieder bemerkbar. Kein verstecktes Item, verdammt, was ist das für ein Schild? Tipps für Trainer. Schau, hier an der linken Seite des Pfostens. Bist du hier? Oder dort, oder dort, oder dort, oder dort, oder dort. Nein, ich will nicht das Schild lesen. Ich will nicht das Schild lesen. Oder meinst du vielleicht dort hier, oder das hier, oder vielleicht dort, oder das hier. Ah ja, Calcium. Danke für den Tipp, Schild. Gut, hier ist ein weiteres Schild, Route 13, nördlich zur Schweigebrücke. So heißt die Brücke, also Schweigebrücke, muss ich mir merken.
Zweig! Ungläubiger! Agilität ist die wichtigste Eigenschaft vom Vogel-Pokémon. Ja, das stimmt. Also, die Vogel-Pokémon sind meistens auch, ja, sehr schnell. Elektro-Pokémon sind allerdings auch schnell. Oh, Porenta. Siehe Pikachu zum Beispiel, oder Pachirisu, oder Electek ist, glaube ich, auch schnell, wenn ich mich nicht täusche. Naja, auf jeden Fall sind Elektro-Pokémon auch schnell. Aber ich glaube, Flug-Pokémon sind sogar noch schneller. Aber Elektro-Pokémon können halt paralysieren, wenn wir schon dabei sind. Und ja, wenn das gegnerische Pokémon paralysiert ist, dann gleicht sich die Initiative wieder aus. Falls man zu wenig Initiative haben sollte. Du hast mich aufgrund deiner Schnelligkeit besiegt. Ja, das war so der nächste. Schau dir meine Pokémon an. Sieh ihre Farben und ihr Gefieder. Okay, Wolf heißt er. Hallo Wolf. Schade, ich dachte, der setzt jetzt ein Wolf-Pokémon ein. Wäre ganz witzig. Wobei, gibt es eigentlich ein Wolf-Pokémon? Gibt es ein Wolf-Pokémon? Gute Frage. Oh Gott. Kennt ihr ein Pokémon, das aussieht wie ein Wolf? Mir fällt jetzt gar keins ein, muss ich sagen. Oder vielleicht doch. Na, Vulcano ist ja ein Hund-Pokémon, ne? Aber ein Wolf-Pokémon... Ah ja, Magnaien, glaube ich, ne? Pfiffchen und Magnaien sind, glaube ich, Wölfe. Kann das sein? Ah, ich bin mir nicht so sicher. Und Ivitak. Ja, wir hätten auch Eissturm einsetzen können, aber egal. Das habe ich halt Feuerodem eingesetzt. Dann setze ich halt jetzt Eissturm ein, falls ihr es wollt. So, das wird One-Hit-Kill. Ach, was sage ich? One-Hit-Kill, Two-Hit-Kill. Bin's schon gewohnt zu sagen, dass es ein One-Hit-Kill wird. So zwei Pokémon sind hier. So. Verflixt nicht gut genug. Gut, ich glaube, wir haben hier auch alle Trainer geschlagen. Ich schaue nochmal nach. Sicher ist sicher, ich möchte ja gegen alle Trainer kämpfen, auch wenn ich gar keine Lust dazu habe, aber die geben alle Erfahrungspunkte und Geld. Daher sollte man gegen die Trainer immer antreten. Ja, ich würde sagen, wir haben alle Trainer besiegt. Finde ich auch cool, wie sie das übernommen haben. Der Zaun sieht genauso aus wie in der ersten Generation. Okay, hier werden wir jetzt auf der Schweigebrücke, wie der Typ gesagt hat, auf Route 12. Gut, hier brauchen wir jetzt den Schneider, haben wir auch da. Zack. Und hier finden wir ein Calcium. Stimmt, wir haben ja noch mehrere Calciums da. Wir haben ja vorhin noch ein Calcium gefunden. Geben wir das mal Nachtara, weil Nachtara auch Spezialangriff spielen soll. Und nicht einen hohen Spezialangriff momentan hat. Gut, okay. Hier ist ein Trainer. Was ist in unserem alltäglichen Leben am wichtigsten? Eindeutig das Trainieren von Pokémon. Nein. Ich würde sagen, Job, Karriere und Familie. Das ist das Wichtigste. ein Gyarados-Kampf. Interessant. Eissturm. Nein, scheiße. Wobei, ist normal stark. Kann man sogar benutzen. Oh mein Gott, er greift damit Biss. Verdammt, eigentlich wollte ich jetzt auf Feuerodem einsetzen. Na egal, das schaffen wir ja trotzdem. Drachenwut. Er ist wohl wütend, hä? Gyarados, bist du wütend? Ja, ich bin wütend. Gut, und fast hätten wir es geschlagen, aber nur fast. Und das fast ist jetzt nicht mehr fast, sondern jetzt haben wir es geschafft. So. Okay. Und ich dachte schon, jetzt kriegst du ein Level-Up. Ich war mir ziemlich sicher, dass es jetzt ein Level-Up bekommt. Und
sonst Hyperstrahl vielleicht sogar lernt. Also gut, hier ist Gyarados Nummer 2. Es freut mich, dass hier keine Kabutops sind, sondern Gyarados. Das ist ja schon mal was. Kabutops wären schlimmer gewesen. Stell dir mal vor, der hätte nur 3 Kabutops. Ich werde zusammengebrochen, ernsthaft jetzt. Aber Gyarados, ja, Gyarados ist schon ein würdiger Gegner, sag ich mal. Und Level Up für Gyarados. Und ich hoffe, du lernst jetzt Hyperstrahl. Lernst du Hyperstrahl? Nein, immer noch nicht. Verdammt. Und hier ist das dritte und letzte Gyarados von ihm. Angriff mit Feuerodem. Und ich hoffe, es paralysiert ist. Ich hoffe, dass es jetzt paralysiert ist. Verdammt, jetzt rede ich hier wie Yoda. Ich hoffe, es jetzt paralysiert ist sein. Ich glaube, in Gyarados jetzt sterben durch Feuerodem. Er überleben hat. Das gut sein nicht. Was? Egal. So, Gyarados Nummer 3 ist auch erledigt. Die Antwort gibt es demnächst. Okay, hier ist eine Hütte, da findet man eine super Angel. Ich bin der jüngere Bruder des Profi-Anglers. Wie ich sehe, macht dir Angeln Spaß, darüber gibt es keinen Zweifel. Na, das stimmt doch, oder? Ja. Jawohl, genau, wie ich dachte. Hier, Angelfreak, nimm dies, die Superangel. Das ist die beste Angel im Spiel. Mit der Superangel kann man 40er Pokémon angeln. Wirf sie aus und angle, wo immer es Wasser gibt. Denk daran, du kannst mit verschiedenen Angeln auch verschiedene Pokémon fangen. Ja gut, es fehlt uns eigentlich nur die Profi-Angel. Ich weiß ehrlich gesagt allerdings nicht, wo die Profi-Angel zu finden ist, glaube ich, oder? Ich glaube in, nee, wir haben die gar nicht. Ich glaube, die ist in Oliviana City. Ich bin mir allerdings nicht sicher. So, benutzen wir die jetzt mal und schauen nach. Was es hier für Pokémon gibt. Ich glaube, hier gibt es Baldurfische und Sterndus. Okay, ich dachte, Sterndus kommen jetzt, weil es Nacht ist. Ja, und ihr seht, die Pokémon, die wir hier fangen können, haben Level 40. Also, falls ihr starke Wasser-Pokémon fangen wollt, benutzt eine Superangel und ja. Gut, und jetzt würde ich sagen, wir haben die längste Route von Kanto jetzt gemeistert. Und jetzt gehe ich schnell vor den Diktatunnel und dann beende ich den Part. Dann machen wir uns auf den Weg nach Mahagonia City. Nee, Quatsch. Doch, heißt sie so, die Stadt? Ich weiß gar nicht mehr, wie die Stadt heißt. Verdammt. Gut, dann speed ich nochmal. Zack, zack, zack. Gut, also im nächsten Part durch den Diktatunnel nach Mahagonia City oder wie die Stadt auch heißt. Egal, bis zum nächsten Part. Ciao!